Willkommen zu einem kleinen Special-Part von mir, Bowser LP, in dem Spiel Paper Mario Sticker Star. Und zwar habe ich nach langem Suchen und zufälliges Stöbern im Internet was gefunden. Ups. Und zwar das hier. Eine Höhle mit einem weiteren Kometenteil. Dafür war auch dieser gelbe Punkt. Der deutete darauf hin, dass das Level nicht vollständig abgeschlossen ist. Was dann heißt, was man hier auch auf der Weltkarte sieht, dass es ein Secret Exit gibt. Und zwar Welt 1.5, Kawumino Gebirge. Dann, das habe ich auch gesehen. Hier ist nämlich dieser arme Todd. Mal gucken, was er für ein Geschenk für uns hat. Mario, danke, dass du mich gerettet hast. Ich meine, ich war ja da ganz schön in der Klemme. Joa, voll zermatscht. Na gut, Papier auf Papier. Als die ganze Stadt so eingerollt war, wollte ich halt alles so schnell wie möglich wieder in Ordnung bringen. Als es dann ans Aufrollen ging, war ich plötzlich unter dem Brunnen gefangen, bevor ich wusste, wie mir geschieht. Also muss ich dir wohl dafür danken, dass du mich gerettet hast. Komm doch kurz mit herein. Oh. Soll da ein Bunker sein? Oha. Also, du weißt ja, ich wollte die Stadt wieder in ihren Normalzustand zurückversetzen. Und der Grund dafür befindet sich hinter dieser Tür. Also komm einfach mit rein, ja? Okay, keine Ahnung, was da ist. Boah, WTF. Sieht aus wie ein Saal oder... Keine Ahnung. Na, was sagst du, Mario? Erstaunt, wa? Willkommen im Sticker-Museum. Ah... Jetzt wissen wir, es ist ein Museum für unsere Sticker, wahrscheinlich. Ein Ort, an dem all die wunderbaren Sticker unserer Zeit für die Nachwelt bewahrt werden. Jawohl, ich habe mein Vermögen, meine Arbeitskraft darauf verwendet, hier im Untergrund diesen Ort zu erschaffen. Das war das größte und einzige Sticker-Museum des gesamten Königreichs. Fantastisch, findest du nicht auch? Joa. Prächtiges Bauwerk. Wie wunderbar. Deine Liebe zu Stickern berührt mich tief. Oh, süß. Selbst der Sticker-Stern hat kein Sticker-Museum wie dieses. Du bist wirklich faszinierend. Aber sag, wie viele Sticker stellst du in diesem Museum aus? Ach so. Tja, ich kann nicht behaupten, dass ich jetzt bis jetzt viele Sticker hätte. Ehrlich gesagt, keinen einzigen. Schlecht. Aber du, Mario, du siehst aus wie einer, der einen guten Sticker zu schätzen weiß. Du bist einfach... Naja, du bist einer von uns. Da kennen sich zwar einige besser aus, aber er ist auf dem besten Weg. Genau, ja. Und deshalb denke ich, es wäre sinnvoll, wenn du... Mario
Sticker sammelst, die ich dann hier ausstelle. Tolle Idee. Haben auch schon jede Menge dabei. Aber, naja. Ich meine, du liebst doch Sticker, oder? Deshalb sollte es dir eine Ehre sein, eine derart wichtige Aufgabe zu übernehmen. Dich kulturell zu engagieren, oder? Da muss ich dir echt zustimmen, Mario. Wir sollten Sticker sammeln. Dadurch vertiefen sich deine Kenntnisse der Stickeristik. Und das kann dir nur vom großen Nutzen sein. Und es hilft bei der Suche nach den Royal-Stickern. Außerdem kann ich dann nach meiner Heimkehr auf den Sticker-Stern allen erzählen, wie wir beim Aufbau des Museums mitgeholfen haben. Ja, ihr ahnt nicht, wie dankbar ich bin. Das hier wird ganz sicher ein Museum für Sticker. Es ist so schön, dass ihr mir mithelfen wollt. Prächtiges Bauwerk. Nur so eine kleine Frage nebenbei. Kann ich denn schon mal anfangen? Das sind einzelne Räume. Sprachlos. Lol. Und yippie. Ups. Jui. Ach so, im Papierisierungsmodus können wir dann hier Sticker ankleben. Ah, das werden wir später nochmal machen. Das heißt, das Stickermuseum ist in Stickershofen, im rechten Totthaus unten, hinter der großen Tür. Merken. Die Stadt sieht ziemlich langweilig aus, ne? Hier fehlt was. Ja, der Brunnen. Den werden wir jetzt mal wieder einkleben. Dürfte dann doch ein bisschen besser sein, wenn der wieder steht. Tada. Ja. Perfekt. Und jetzt zeige ich euch noch, wie ihr nochmal eure KP erhöhen könnt, und zwar auf 30. Dazu setze ich jetzt hier einen kleinen Cut und fange dann gleich an der Stelle wieder an. Da wären wir wieder, und zwar meinte ich diese Stelle hier mit diesen ausgepflückten bzw. ausgerupften Blumen von Todd. Er sagt ja was von flammend rote und frostig blaue Blumen. Was meint er anders als Feuerblumen und Eisblumen? Dazu gehen wir dann in den Papierisierungsmodus. Setzen dann mal hier eine Feuerblume in der Mitte, kommt die Eisblume, und nach ganz links kommt eine glitzernde Feuerblume. Das nicht schön aus. Und tada.
Wie er sich freut. Oh, welch Freude. Solch ein Glücksgefühl erfüllt mein Herz. Überall blühen die Blumen, Glitzerblumen. Ich bin dir zu Dank verpflichtet, Mario. Dein Talent im Umgang mit Stickern ist wirklich unvergleichlich. Ich bin beeindruckt. Bitte nimm dies als Zeichen meiner Bewunderung. KP Plus. Und jede Menge Feuerblumen. Oh, fucking. Sollte ich dafür etwas wegschmeißen? Mal gucken. Nee. Okay, dann werde ich das Level schnell beenden. Und dann Joa. Hier gibt es auch immer versteckte Items, habe ich gesehen. Ich nutze mir jetzt mal einen Hammer. Gucken, was passiert. Weil es so eine Art kleiner Extra-Part für Secrets. Hier bekommt ihr dann einen Glitzerhammer. Ich hoffe, der Weg ist jetzt richtig. Und diese versteckten Türen, die bekommen wir erst später. So, und direkt jetzt mache ich einen Part, in dem wir dann den Gumboss plätten mit den Items, den Stickern, die wir haben. Aber ich habe mir überlegt, sagen wir so, ich habe noch ein paar kleine Asse im Ärmel. Also, ja. Wenn er nicht will, kriegt er eins aufs Maul, auf die harte Tour. Das sehen wir im nächsten Part von mir. Ciao.